Hallo und herzlich willkommen an die Skorpione und all diejenigen, die den Skorpion im Sonnenzeichen Mond, Aszendenten oder der Venus haben. Mein Name ist Julia Aurelia. Ich darf jetzt für dich die Karten legen für den Februar und ich mache das Ganze mit dem Lenormand und dem Tarot und dann nochmal mit einem anderen Tarot. Also, ich würde sagen, wir starten und dann fangen wir an mit dem Golden Art Nouveau Tarot. Denn damit, da habe ich jetzt die großen Arkane-Karten einmal raussortiert und ich werde dir eine Hauptenergie ziehen für den Februar. Also lass uns mal starten. Die Hauptenergie bitte für die Skorpione im Februar. Was ist die Hauptenergie für die Skorpione jetzt im Februar? Okay. Danach lege ich dir dann das große Blatt mit dem Lenormand. Oh, na, das sind jetzt drei, na? Das sind sogar vier Karten. Nee, das waren zu viele. Eine Karte bitte. Und was haben wir hier? Der Wagen. Bewegung, Aktion, zielstrebig sein, Willenskraft, Willensstärke. Also die Dinge bewegen sich jetzt für dich recht gut vorwärts, vielleicht auch recht schnell. Das Thema Umzug und Reise könnte ebenfalls im wahrsten Sinne des Wortes gemeint sein mit Bewegung. Aber grundsätzlich sehe ich dich hier mit dieser Karte sehr selbstbewusst, sehr zielstrebig. Und in irgendeiner Angelegenheit geht es jetzt wirklich schnell voran. Lass uns mal schauen, womit das zu tun hat. Wir gehen rein in das Lenormand. Was sind die Energien für die Skorpione? Was sind die Energien für die Skorpione? Hoppala. So. Die Skorpione bitte jetzt im Februar. Sind die Energien für die Skorpione im Februar? Okay, lass uns mal starten. Ja, hier haben wir auch direkt die Bewegung, Aktion. Ich lege erstmal die erste Reihe aus. Ah, da habe ich jetzt schon einen kleinen Drall hier. So, Moment. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und acht. So, dann geht's weiter. Die Dame im Deck bist immer du. Egal, ob du Mann oder Frau bist, auch als Crosswatcher, die Dame im Deck ist Skorpion. Das liegt daran, dass ich immer eine Karte hier im Deck habe, die eben für die Person steht, für die ich lege. In diesem Fall einfach Skorpion. Und dann schauen wir uns an, welche Karten um dich herum liegen. Und auf welche Karten du dich beziehst. Für all diejenigen, die neu sind, mit dem Lenormand, du kannst die Karten spiegeln, du kannst die Karten rösseln, du kannst die Karten, die um eine Karte herumliegen, nutzen für Deutungen. Und es gibt auch noch die Häuser, die Hausplätze. Und wenn du eben neu zu dem Lenormand bist, dann ist es ein bisschen verwirrend, was im Prinzip bedeutet, fokussiere dich dann in dem Fall bitte nur auf die Deutungen der Karten. Ah, wobei, jetzt habe ich ja auch wieder so einen leichten Drall, oder? Warte mal, kriegen wir es noch ein bisschen gerade hier hin? So, vielleicht. Ah, guck mal, und da ist deine Karte. Tada! So. Okay, also dann fokussiere dich, wie gesagt, bitte nur auf die Deutungen der Karten und nicht, wie ich hier auf die Deutungen komme. Das wird dann ein bisschen einfacher für dich. Ja, spannend, was ich sehen kann, ist, du bist im Hause der Kommunikation. Hier werden wichtige Gespräche geführt in diesem Monat. Es könnte eine Kommunikation sein, bei der irgendwas an die Öffentlichkeit kommt, irgendwas Wichtiges an die Öffentlichkeit kommt. Es könnte eine Kommunikation sein mit der Öffentlichkeit. Also vielleicht bist du sehr im Kontakt mit einem gewissen Umfeld, einer Gruppe, einem sozialen Kreis oder der Öffentlichkeit. Also hier geht die Kommunikation in die Öffentlichkeit rein.
Da sehen wir tatsächlich die Öffentlichkeit im Hause der Chance. Es könnte sich also in der Öffentlichkeit, in einer Gruppe, in einem sozialen Umfeld hier eine Chance bieten oder es eröffnet sich dir eine Chance, die gefühlt zu tun hat mit dem Thema Kommunikation. Diese Chance wiederum bezieht sich auf das Thema Partnerschaften und Verträge. Also es könnte hier einen sehr glücklichen Vertrag geben, mit dem Klee im Hause des Ringes und der Ring, wie gesagt, steht für Partnerschaften, aber auch Verträge, je nachdem, worauf sich das bezieht. Wir haben hier eine Erfolgsenergie als grundsätzliche Energie. Das Ganze bezieht sich auf die Öffentlichkeit. Vielleicht gehst du jetzt mit etwas raus in die Öffentlichkeit, auch hier diese Aktion in die Öffentlichkeit oder mit irgendwas veröffentlichst du oder du zeigst dich jetzt in der Öffentlichkeit, gerade für all diejenigen, die das jetzt eher im beruflichen, sage ich mal, könnte das was sein. Wir haben hier quasi dann hier eine glückliche Chance mit der Öffentlichkeit innerhalb einer Partnerschaft oder dass hier eben ein gewisser Vertrag ist. Auch das liegt hier. Dann bist du selber nochmal gespiegelt auf die Reise. Hier ist eine Reise, eine Entscheidung und dann haben wir hier das Thema Frieden und Harmonie. Es könnte also sein, dass es hier eine Entscheidung gibt, die zum Thema Reise, Umzug oder Übergangsphase ist, also irgendwas zum Thema Zielsetzung, wo wir hier grundsätzlich den, ich habe das Gefühl, die Zielsetzung bezieht sich für dich auf das Thema in den Frieden, in die Harmonie kommen, eine Reise, die Harmonie bringt, die Frieden bringt. Es könnte eine Reise zur Familie sein, auch das wäre hier eine Möglichkeit, weil die Lilien auch für die Familie stehen können. Aber grundsätzlich sehe ich das hier, haben wir eine Zielausrichtung in deinem Leben generell, die damit zu tun hat, dass wir hier, sage ich mal, in den Frieden, in die Harmonie gehen. Da ist aber gefühlt eine Entscheidung und diese Entscheidung mit dem Thema Reise, hier, also sowohl das Schiff als auch der Reiter sehe ich beides als diese Karte an. Sowohl das Thema Reise, Umzug, Bewegung, neue Zielsetzung erfordert hier eine Entscheidung und diese Entscheidung liegt im Unklaren. Unklar aufgrund dessen, dass wir hier ein paar Herausforderungen haben, die sich beziehen auf eine Herzensangelegenheit oder die Liebe. Da sehen wir hier die andere Person im Hause der Entscheidung. Zum einen könnte es sein, dass die Person vielleicht die Person ist, die diese Entscheidung trifft, ne? Ein Partner, Partnerin, Freund, Freundin, Familienmitglied gefühlt, aber jemand, mit dem du über eine Herzensangelegenheit oder die Liebe verbunden bist. Nun, diese Entscheidung hier in den Gedanken der Person spielt diese Entscheidung eine Belastung dar. Und diese Belastung hat damit zu tun, dass hier vielleicht etwas in den Verlust geht. Etwas geht in den Verlust oder etwas nagt hier an einem oder man hat ein bisschen Kummer und Sorgen aufgrund dessen, dass hier eine Entscheidung, die auch mit der anderen Person zu tun hat, sage ich mal, für Belastungen sorgt. Aufgrund dessen, dass es Unklarheiten gibt und wie gesagt, diese Unklarheiten beziehen sich wieder darauf, auf diese Herzensangelegenheit gefühlt mit der anderen Person. Lass uns aber noch mal ein bisschen weiterschauen. Was sehen wir noch um dich herum? Wir haben dich jetzt einmal schon gespiegelt. Wir wollen jetzt noch einmal schauen, was sind denn die Energien, die um dich herum sind. Zum einen zwei Sachen. Wir gehen einmal in die Hausplätze rein. Hausplatz Nummer eins mit der anderen Person, weil wir ja gerade schon gesagt haben, die andere Person hat was mit einer Entscheidung zu tun. Vielleicht triffst du eine Entscheidung, die auch die andere Person beeinflusst. Und hier haben wir im Hause der anderen Person das Thema Nervosität und Stress aufgrund dessen, dass wir hier gefühlt etwas haben, was gekürzt oder losgelassen wird. Das bezieht sich auf einen Vertrag oder kann sich auf die Partnerschaft oder Beziehung beziehen, dass es da irgendetwas gibt, vielleicht innerhalb der Partnerschaft und Beziehung, wo wir hier diese Thematik haben, etwas wird gekürzt, durchtrennt, etwas wird beendet, ne, mit der Sense. Da wird ein Wachstum beendet. Sprich, man entscheidet sich, einen Schlussstrich zu ziehen unter einer Angelegenheit und dann guckt man mit der Sense geht es immer um dieses Bilanzziehen auch und dann schaut man quasi, was die Früchte sind, die man geerntet hat, weil das auch die Erntekarte ist. Also ja, man lässt hier irgendwas los, aber man schaut auch, was man quasi jetzt geerntet hat. Also es ist so. Ja, kommen mit zwei Seiten die Sense im wahrsten Sinne des Wortes. Und das bezieht sich hier ebenfalls auf diese Angelegenheit, auf diese Situation. Nun, worüber denkst du nach? Hier ist das Ende von Komplikationen und Umwegen gefühlt. Das ist etwas, was in deinen Gedanken ist. Und diese Komplikationen und Umwege beziehen sich grundsätzlich auf dein Leben. Vielleicht hast du in deinem Leben in den letzten Jahren sehr gemerkt, boah, es ist irgendwie, es zieht sich alles hin. Es gibt Verzögerungen in deinem Leben. Dinge sind irgendwie kompliziert oder es gibt Komplikationen und Umwege generell in deinem Leben. Aber ich habe das Gefühl, du hast hier sehr, sehr viel gelernt. Und hier sehen wir jetzt gefühlt einmal in deinen Gedanken das Ende.
Ende von Komplikationen und Umwegen. Und dann sehen wir hier einmal diese wichtige Kommunikation, diese Kommunikation im Prinzip zweimal hier. Auch sehe ich, dass du hier eine Lösung findest. Also in deinem Haus haben wir das Thema Lösung und Sicherheit. Es kann sein, dass du jetzt irgendwas absicherst hier, was zu tun hat, A, mit dem Thema Rückzug, Abgrenzung. Das wäre eine Möglichkeit. Rückzug, Abgrenzung, Trennung könnte das sein. Das könnte hier auch diese Komplikation und Umwege darstellen, dass man sich hier von einer Person, die einem nicht gut tut, zurückzieht. Das könnte eine Mutter, eine Schwester, eine Freundin sein. Dass wir da irgendwie so eine Abgrenzung haben, weil in der Regel ist die Schlange auch eine Mutter und da könnte es quasi sein, dass hier das Ende dieser Komplikation mit dieser Person ist und was hier eben kommuniziert wird. Die Lösung, wie gesagt, könnte sein, sich vielleicht zurückzuziehen von dieser Person. Wenn das für dich keine Person ist, dann könnte hier auch eine Lösung gefunden werden zum Thema Selbstständigkeit. Der Turm steht auch für eine Selbstständigkeit, auch das wäre möglich. Also wäre eine Möglichkeit, sich hier grundsätzlich vielleicht abzugrenzen, ja, aber ein oder sich ja, abzugrenzen oder eine andere Möglichkeit könnte auch sein, hier das Thema Selbstständigkeit, ne? Grenzen ziehen, auch das wäre möglich. Ja, du hast auch Nervosität und Stress ein bisschen an deiner Seite, liegt gefühlt für dich mit der anderen Person, also für dich persönlich. Ja, die andere Person hat hier Nervosität und Stress, aber auch deine Nervosität, dein Stress bezieht sich ebenfalls auf die andere Person hier. Und wie ich schon sagte, es gibt gefühlt diese Entscheidung und diese Thematik von Schlussstrich, etwas wird beendet. Und diese Entscheidung, wie gesagt, sorgt für Belastungen. Wir haben an der anderen Person auch diesen Konflikt, einen Konflikt, der sich bezieht auf einen Neuanfang, der hier ebenfalls dran ist. Also, was natürlich klar ist, wenn man irgendwas loslässt, bedeutet das auch gleichzeitig, dass man eine Art Neuanfang hat. Aber es gibt hier einen Konflikt mit dem Loslassen. Es gibt einen Konflikt mit einem Neuanfang hier, der hier auf gewisse Art und Weise belastend liegt. Und ja, dein Stress bezieht sich sehr gefühlt auch auf die andere Person. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es sein kann, dass die andere Person sehr stressig ist und dich damit auch stresst auf gewisse Art und Weise. Was haben wir hier noch? Lass mich mal weiterschauen. Ja, den Wagen, wie ich schon sagte. Ja, wir sehen auch hier nochmal, ne, der Ring gespiegelt. Hier gibt es innerhalb einer Partnerschaft oder eines Vertrages etwas, das beendet wird, etwas, was im Stillstand ist. Gleichzeitig sehen wir den Sarg aber hier auch in der Kombination mit dem Neuanfang. Und dann haben wir hier das Thema Liebe wieder. Also es könnte eine Liebesverbindung sein oder eine Herzensverbindung, wo wir zum einen ein Ende erfahren, etwas beendet, aber gleichzeitig bedeutet das, dass wir hier auch einen sehr kraftvollen Neuanfang im Prinzip haben. Nur kommt dieser Neuanfang gefühlt mit gewissen Konflikten hier. Ja, und da drehen wir uns dann quasi wieder im Kreis, weil hier wieder diese Thematik ist von etwas wird losgelassen. Man schaut, was ist da die Erntezeit und so weiter und so fort. Wir haben eine Veränderung im Privatleben hier. Das könnte, jetzt schauen wir gerade mal, ne, Anfang und Ende bedeutet natürlich immer auch Veränderung. Es könnte eine Veränderung geben, was die Wohnung angeht, was die Familie angeht. Es könnte eine Veränderung geben, was das Privatleben generell angeht. Das sehen wir hier zweimal, denn auch das Haus ist im Hause der Veränderung, die Veränderung im Hause des Hauses. Also da sehen wir definitiv Aspekte. Es gibt eine Veränderung in deinem Privatbereich. Hat also dementsprechend, auch wenn wir vorhin sagten, hier die Öffentlichkeit, irgendwas kommt an die Öffentlichkeit, man reist vielleicht in die Öffentlichkeit, habe ich schon aber das Gefühl, dass es hier auch um irgendwas geht, was, ich habe das Gefühl, diese Legung tendenziell bezieht sich eher auf dein Privatleben tatsächlich. Es gibt Veränderungen im Privatleben, gefühlt auch mit dieser anderen Person, diese Entscheidung, die hier getroffen wird, die aber im Unklaren liegt, gefühlt, wie gesagt, irgendwas wird hier losgelassen, irgendwas geht in den Verlust, irgendwas endet, was gleichzeitig dann aber auch hier Teil eines Neuanfangs ist. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wir gehen da mal in die Tiefe rein. Und zwar habe ich wie immer das Seelenreise Tarot bereits hier. Was wir hier einmal machen, ich habe für dich das keltische Kreuz ein bisschen weiterentwickelt, sodass wir mehr Informationen in der Tiefe herausfinden können über diese Situation, die sich jetzt hier zeigt. Und was wir da einmal machen, ist, dass wir in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gehen. Ganz klassisch. Wir schauen uns an, was ist denn die Herausforderung und Blockade. Aktuell fühlt es sich an, dass die Herausforderung etwas ist, was hier quasi in den Verlust gehen würde, wenn man hier eine Entscheidung trifft.
Wie gesagt, wir gucken uns das tiefer an mit dem Tarot. Wir gucken uns an, was dein Fokus ist, was du fühlst. Wir schauen uns an, warum passiert das Ganze? Was ist der Grund dieser Situation? Was ist deine Energie, die du reinbringst? Was ist die Energie der anderen Person oder deines Umfeldes, was die andere Person oder dein Umfeld hier quasi reinbringt? Was ist das Potenzial der Situation und wie entwickelt sich das Ganze weiter? Das Ganze, wie gesagt, mit dem Seelenreise-Tarot. Folge mir gerne einmal nach Vimeo oder Patreon und die Links findest du unter diesem Video. Der erste Link, der geht zu Vimeo und da hast du die Möglichkeit, dir die Erweiterung einmal ja, anzuschauen und auch runterzuladen, wenn du möchtest. Und der zweite Link, der führt zu Patreon und da hast du die Möglichkeit, mit der Mitgliedschaft dir quasi immer alle Erweiterungen direkt freischalten zu lassen. Das heißt, alle Erweiterungen, auch rückblickend aus dem letzten Jahr, sind dort sofort für dich freigeschaltet, sobald du quasi Mitglied wirst bei Patreon. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn die Legung oder der Kanal dich unterstützt, würde ich mich freuen, wenn du mich und den Kanal unterstützt. Das kannst du machen mit einem Like, einem Kommentar, einem Kanalabo und wenn du die Glocke aktivierst, bleibst du up to date für neue Videos. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen. Ich starte jetzt mit deiner Erweiterung und freue mich, dich gleich wiederzusehen. Also bis gleich. Muah.